Hallo Menschen, heute möchte ich die hellen Tage von Zhuzha Bank rezensieren. Im Zentrum stehen hier drei Kinder, denen wir prinzipiell beim Erwachsenwerden zuschauen. Dabei beginnt das Ganze eben in den sogenannten hellen Tagen, in denen alles noch gut ist. Also es ist hier wirklich so eine Art kleine Kindheitsidylle. Sie leben auf dem Land oder zumindest in der Kleinstadt. Es ist viel Natur um sie herum, viele Spiele, also einfach ein bisschen heile Welt. Und ganz, ganz langsam brechen dann so gewisse Ungereimtheiten und auch einfach so traurige Vergangenheiten in diese Idylle ein. Dabei gibt es eigentlich, sag ich mal, so einen dicken Hauptstrang, der eine chronologisch fortschreitende Geschichte erzählt. Also wir beginnen ganz jung in der Kindheit und wir enden, wenn sie vielleicht so, ich weiß auch nicht, 24, 27 maximal sind. Und dann gibt es aber so ganz viele kleine Abzweigungen, die zum Beispiel eben die Vergangenheit der Eltern erzählen. Und das war eigentlich eine schöne Erzählweise, gefiel mir gut, dass wir also manchmal schon in diesem Hauptstrang sowas erfahren wie, ja, ja, in Ziggis Sommer machten wir das und das. Und erst später kommt dann halt so ein kleiner Nebenast, der uns diese Geschichte erzählt. Allgemein ist die Sprache bzw. die Erzählweise sehr unaufgeregt und langsam. Das gefiel mir gut. Sie lässt sich Zeit und baut jede Persönlichkeit richtig schön aus. Dabei ist es ganz selten, dass das wirklich irgendwie so direkt passiert und sie sagt, Aya war traurig, sondern es wird immer ganz, ganz toll indirekt charakterisiert. Gefällt mir sehr gut. Ich möchte euch ein etwas längeres Zitat vorlesen. Das ist auch das einzige Beispiel, was ich diesmal vorlese, aber was auch schon die Essenz so ein bisschen zeigt, diese ruhige Sprache und auch eines der Hauptaspekte des Buches, das nämlich die Väter zwar eine große Rolle spielen, aber meistens eher abwesend sind. Und ich lese vor. Karl, Aya und ich, wir hatten keine Väter. Jedenfalls nicht so, wie andere Kinder Väter hatten. Wir hatten unsere Mütter mit ihren stillen Geheimnissen, die sie hüteten wie Schätze. Efi hätte nie zugegeben, dass sie das ganze Jahr über auf Ziggy wartete und ihr dabei jeder Halm Unkraut half, den sie in ihrem Garten rupfen konnte. Und meine Mutter versuchte zu übergehen, dass sie sich noch immer dabei erwischte, an der Treppe zu stehen, um eine Flasche Wein für meinen Vater aus dem Keller zu holen, weil sie glaubte, er würde am Abend nach Hause kommen. Als sie mich zum ersten Mal zum Friedhof mitgenommen hatte, hatte sie am Tor gefragt, ob ich ihr etwas versprechen könne. Ich hatte genickt und gesagt, ja, ich könne. Und dann hatte sie gefragt, ob ich ihr versprechen könne, nicht zu weinen. Und ich hatte wieder genickt und gesagt, ja, ich könne es ihr versprechen. Ich könne ihr versprechen, nicht zu weinen. Nur Ellen suchte nichts zu verbergen. Sie saß unter Efis schiefen Küchenfenster und vertrieb vor unseren Augen die Dunkelheit. Verscheuchte sie mit ihren Händen. Und wenn wir wollten, durften wir uns setzen und ihr zuschauen dabei. Wir alle kämpften gegen eine Leere. Und obwohl wir sie mit nichts füllen konnten, liefen die Fäden unseres Lebens dort zusammen. Karl vermisste seinen Bruder, Aya vermisste Ziggy und ich meinen Vater, den ich kaum gekannt hatte und dem die anderen nie begegnet waren. Wir hatten unsere Mütter und trotz der kleinen und großen Wunden, die sie uns zufügten, klammerten wir uns an sie und hielten uns fest an ihren Händen, als könnten wir sonst umfallen, als könne uns etwas umstoßen in dieser Zeit, in der wir Abschied nahmen von den vielen Dingen, die unsere Kindheit eingerahmt hatten. Also, so ist die Stimmung des Buches, das heißt genauso wie Der Schwimmer von derselben Autorin, der mich diesen Sommer absolut begeisterte, ist es ein sehr, sehr ruhiges Buch. Ich muss im Großen und Ganzen aber sagen, dass mir das hier einen Tick weniger gefallen hat. Vielleicht widerspreche ich mich jetzt so ein bisschen, denn ich mag eigentlich diese ruhige Erzählweise. Ich habe aber das Gefühl, dass in diesem Buch drumherum halt auch einfach etwas zu wenig passiert und zu wenig dahinter steckt, als dass sie sich diese ruhige Erzählweise wirklich leisten könnte. Was ich damit meine, in Der Schwimmer stehen zum Beispiel auch Kinder irgendwie im Zentrum, oder wir haben zumindest Kinderprotagonisten, aber es ist noch sehr viel drumherum. Es passieren andere Dinge, wir haben diese ganzen Vorgänge in Ungarn und die Depression des Vaters und so weiter und so fort. Und auch wenn wir hier von den Eltern natürlich auch was erfahren, geht es im Großen und Ganzen eben ums Älterwerden, um sich selbst finden, erste Beziehungen, auch Neid und sowas. Und Coming-of-Age-Geschichten waren einfach noch nie so mein Ding. Also hier stehen wirklich die Kinder, ihr Leben, ihr Erwachsenwerden im Vordergrund und viel mehr steckt nicht dahinter. Eine zweite Sache, die mir hier auffiel, ist, dass ich manchmal das Gefühl hatte, die Autorin versuche etwas zu gewollt, Dinge mit Bedeutung aufzuladen. Zum Beispiel Karl, wie wir jetzt schon erfahren haben, vermisst seinen Bruder, der wurde in einem Auto entführt. Und es wird so gesagt, ja, dieses Entführen dauerte nicht lange, es dauerte genau 2 Sekunden und seitdem würden diese 2 Sekunden Karls Leben prägen. Er hörte ständig so ein Klack-Klack und deswegen zum Beispiel interessiert er sich für Fotografie, weil das Auslöser zu drücken genau 2 Sekunden dauert. Und das war also, diese 2 Sekunden prägen sein ganzes Leben. Es kommt immer wieder vor, dass er sagt, ja, 2 Sekunden bei Karl. Und mal abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass es
kürzer dauert, einen Auslöser zu drücken. Ich weiß nicht, wie das bei alten Kameras war, aber das sind keine 2 Sekunden meiner Meinung nach. Habe ich das Gefühl, das ist dann zu gewollt, so auf Teufel komm raus, alles muss plötzlich bei Karl irgendwie mit 2 Sekunden zu tun haben und hat es dann aber irgendwie meiner Meinung nach dann doch nicht so ganz. Und ich finde, sie schrammelt da halt manchmal so sehr, sehr arg am Kitsch vorbei. Also auch mit der Kindheit. Ich meine, ich weiß, es kommen ja dann so ein paar negative Elemente, aber es ist halt schon arg, naja, vielleicht noch nicht ganz kitschig, aber halt wirklich ganz knapp vorbei. Und ein letztes, was ich erwähnen möchte, was ich übrigens im Monatsrückblick bei Die Zeit der Verachtung vergaß. Ich mag es sehr, wenn in einem Buch irgendwann der Titel Sinn ergibt oder vielleicht sogar wörtlich drin vorkommt. Das ist ein toller Moment, wenn man das dann so versteht. Aber hier übertreibt sie es absolut mit der Nennung. Ich habe das Gefühl, es kommt so alle 5 Seiten mindestens. Und am Ende war ich davon vielleicht sogar so ein bisschen genervt, weil ich das Gefühl hatte, sie forciert das so auf uns. Und nach dem Motto, ja, das waren die hellen Tage, wir lebten in den hellen Tagen, jetzt sind die hellen Tage vorbei, wir sehnen uns nach den hellen Tagen immer, immer wieder. Und man hatte halt schon, also wurde das erste Mal vorgekommen, habe ich gesagt, ah ja, schön, das sind die hellen Tage, ich habe es verstanden. Und es kam immer, immer wieder. Das heißt, im Großen und Ganzen, ich habe ein paar Kritikpunkte. Es gefiel mir nicht so gut wie der Schwimmer. Ich liebe den Schwimmer. Es war zugegeben auch ein sehr hohes Maß, an das ich das heransetzte hier. Ich kann es für die ruhige Erzählweise trotzdem empfehlen. Es ist mein unaufgeregtes Buch, aber nicht ganz so gut. Also im Großen und Ganzen, wenn ihr irgendwas von Zhuzha Wang lesen wollt, dann würde ich immer noch der Schwimmer empfehlen. Ich werde mich auch nochmal an ihre Kurzgeschichten machen und ich werde bestimmt von ihr auch noch vieles in Zukunft lesen. Aber das hier war gut, nicht begeisternd. Ich weiß, dass mehrere von euch das gelesen haben, mir auch empfohlen haben. Vielleicht habt ihr beides gelesen und könnt es nochmal vergleichen, denn ich mag Zhuzha Wangs Erzählweise. Ich werde wohl auch von ihr irgendwie mal was Neues lesen, wenn sie was rausbringt. Aber es war halt einfach nur nicht so richtig mein Lieblingsbuch, vor allem halt so im Vergleich zu Der Schwimmer. Und das war's, was ich sagen wollte. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.